Wie kommt man, wenn man die Bachelorarbeit in der Informatik schreibt, von einer Gliederung zu dem fertigen Text, also das fertige Endprodukt, was man dann abgeben kann und dann kann man feiern? Es ist gar nicht so trivial, dieses Thema, weil es gibt viele Bücher und Ratgeber, die sind gemacht für andere Wissenschaften, vorrangig für Geistes-, Naturwissenschaften. Die berücksichtigen selten die Eigenarten, die die Technikwissenschaften mitbringen. Und dazu rechne ich eben auch die Informatik. Und so gibt es eine gewisse Schreibzentrierung in manchen Fächern und auch Anleitungen, die nicht wirklich zu uns passen. Sie werden das gleich im Folgenden auch merken, wenn wir mal hineinschauen in die Schreibforschung. Und die Realität in unserem Fach sieht ein bisschen anders aus. Machen wir mal einen Einstieg hier. Sie kennen aus der Schule, dieser Einstieg ist mir insofern wichtig, als dass Sie zum Teil mit anderen nicht Sprach, sondern Schreiberwartungen oder einem Schreibkönnen in das Studium kommen. Und das Besondere in der Informatik, wie auch in vielen technikwissenschaftlichen Studiengängen, also ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen, schreiben Sie relativ wenig. Das, was Sie schreiben, sind Tests oder Klausuren, weniger Texte. Und darauf müssen wir mal eingehen, damit Sie Ihre schulischen Erwartungen nicht einfach übertragen auf das Schreiben, wie das in der Wissenschaft an einer Hochschule der Fall ist. Die Texte, die Sie für die Schule geschrieben haben und für soziale Medien, wo Sie da so unterwegs sind, die sind sogenannte Spontantexte. Das Spontanschreiben dominiert da. Das ist eine eigene Form der Schreibkompetenz, das sagt auch die Schreibforschung. Die eben nicht, und das ist der Irrtum, wenn Sie viel geschrieben haben, die Welt schreibt so viel wie nie zuvor, aber dieses Spontanschreiben ist was anderes als das sogenannte elaborierte Schreiben. Sie haben in der Alltagssprache formulierte Kurztexte, Sie brauchen für das Schreiben wenig Wissen und das, was Sie wissen müssen, können Sie schnell recherchieren, mal eben im Internet oder Sie haben es sogar in Erinnerung. Sie müssen Ihre Texte kaum planen. Der Text, den Sie schreiben, entsteht Satz für Satz und dann sehen Sie auch, wie kann ich das jetzt fortsetzen. Überarbeitet wird in aller Regel auch nicht, bis hin zu Schreibfehlern, die Sie einfach so im Text lassen. Und wenn Sie an die Schule denken, wie Ihre Schultexte entstanden sind, dann werden die häufig ganz kurz, ganz schnell runtergeschrieben. Dann gibt man die so ab und dann bekommen Sie sofort Ihre Benotung dafür. Es ist ein Phänomen, dass die Studienanfängerinnen, da gibt es eine Untersuchung, eine Befragung an der Universität Bielefeld, die halten alle ihre Schreibkompetenz für relativ hoch. Dabei, und das ist der Schock, wenn sie gerade in andere Studiengänge gehen, wo sehr schreibintensives Arbeiten angesagt ist, stellen sie auf einmal fest, dass die akademischen Langtexte ganz, ganz anders sind als das, was längere Schulaufsätze von Ihnen fordern. Was ich Ihnen hier erzähle, habe ich aus einem Buch von Swantje Lahm, die heißt Schreiben in der, das Buch heißt Schreiben in der Lehre aus dem Jahr 2016. Darauf beziehe ich mich hier. Und sie arbeitet in dem Buch einiges auch an der Schreibforschung auf. Das ist also das sogenannte Spontanschreiben. Das, was man im akademischen, in einem Hochschulkontext von Ihnen haben möchte, ist das sogenannte elaborierte Schreiben. Und dem liegt eine Komplexität zugrunde, die auch Sie überfordern kann, auf der anderen Seite aber auch die Faszination von Wissenschaft ausmacht. Es geht also dort um Langtexte, die eine bestimmte Fachsprache haben. Manchmal nennt man das auch eine Wissenschaftssprache, eine Ausdrucksart, die nicht immer vertraut ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so, wie das manche versuchen dann zu imitieren, dass ein kompliziertes oder umständliches Schreiben dann wissenschaftlicher wäre. So ist das auch wiederum nicht. Auch in Fach- und Sachtexten und Wissenschaftstexten versucht man verständlich zu schreiben, aber man schreibt für ein Zielpublikum und nicht mehr wie ein Journalist für ein breites, allgemeines Publikum. Der Gegenstand des Schreibens sind wissenschaftliche Fachthemen und nicht das, was Sie persönlich erlebt haben oder einbringen. Das erlebe ich auch immer wieder, wenn es Schreibaufgaben gibt für Studierende,
die immer noch sehr stark eine ich-bezogene Perspektive an das Thema ranbringen und so einen erzählenden Stil haben, was auch nicht das ist, was das akademische Schreiben ausmacht. Das Differenzieren, dass man also lernt, Unterscheidungen zu treffen, systematisch abzugrenzen, Begriffsarbeit zu leisten und so weiter, das unterscheidet sich stark von dem, wie wir im Alltag Sprache gebrauchen. Und was ganz besonders prägend ist, dass wir große Wissensmengen im Schreiben verarbeiten. Das Wissen ist heterogen, das heißt, es ist aus verschiedenen Quellen und es ist sogar, noch ein Fremdwort, heteronom. Das bedeutet sprachlich und inhaltlich nicht aufeinander bezogen. Da müssen Sie also mit einem Wissenskorpus arbeiten, der ganz merkwürdig ist, den Sie erstmal stimmig bekommen müssen. Und dazu kommt noch, dass das, wenn Sie forschen, wenn Sie lesen und schreiben, dann ergänzt und verändert das beständig Ihr Wissen und auch, wie die Sachen zusammenhängen und Ihre Bezüge sich herstellen lassen. Und das Schreiben, was Sie daraus ahnen, ist eine ganz eigene Komplexität, mit der Sie einen produktiven Umgang finden müssen. Aber, und jetzt kommt meine erste Einschränkung schon an dieser Stelle, Sie sind in einem technikwissenschaftlichen Studium. Hier, ich nehme die Informatik an, weil es mein Fach ist. Und das ist ein Studium, wo Sie eben fast gar nicht schreiben. Ihre Bewältigung von Komplexität und das Durchdenken von Aufgaben ist wesentlich im konstruktiven Bereich, im handwerklichen Bereich, dass Sie auch etwas umsetzen, realisieren, dass Sie Entwürfe machen. Dafür gibt es zum Teil eigene Sprach- und Ausdrucksmittel, wie zum Beispiel die Unified Modeling Language, mit der Sie einen Entwurf beschreiben können. Das ist also eine grafisch orientierte Sprache. Oder Sie machen das in der Programmierung auch sehr textlastig. Ihre Programme sind Text. Sie arbeiten dann mit Interfaces, mit dem Typ-Checken, der dann überprüft, ob Ihre Modelle, Ihre Programmkonstrukte konsistent zueinander passen. Sie schreiben Testfälle, überprüfen dort Ihre Denkkonstrukte, Ihre Entwürfe und müssen da belegen, dass es das tut. Das Schreiben wird also in unserem Studium der Informatik gar nicht so zentral in den Mittelpunkt gestellt. Überlegen Sie mal, wie oft mussten Sie in diesem Studium Schreibarbeit leisten und Texte verfassen. Das findet fast nur statt in einem Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo man dann auf einmal von Ihnen erwartet oder fast der irrigen Annahme unterliegt, wir machen hier mal ein bisschen Schreiben und dann wissen Sie, wie das in der Bachelor-Thesis geht. So geht das leider nicht, was wir gleich noch sehen werden. Die Tätigkeiten und Tugenden des elaborierten Schreibens, hört sich schön an, ne? Tätigkeiten und Tugenden, das ist etwas, dieses zur Schreibkönnerschaft zu kommen, das ist häufig ein Prozess aus dieser Komplexität heraus. Mit diesen Eigenarten des Schreibens entwickeln viele Schreibende bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten, die ihnen gar nicht so bewusst unbedingt sind. Und wenn Sie einem wissenschaftlich Arbeitenden beim Schreiben zuschauen, dann merken Sie auch, dass das Umgehen mit dem Text so fast so was Lebendiges ist, das was Organisches. An den Texten wird gearbeitet, die werden verändert. Der Text wirkt auf das Denken zurück und das Denken verändert wiederum den Text. Das ist aber, mache das auch ganz viel und habe da riesen Spaß dran. Schreiben ist für mich Denken. Aber in der Informatik sind wir, wenn Sie gerade auch noch auf diesem Level Bachelorarbeit sind, mit der Masterarbeit verändert sich das und spätestens bei der Promotion, bei der Doktorarbeit, dann sind Sie angekommen in einer Komplexität, da brauchen Sie ein eigenes Training für, da müssen Sie sich rantasten. Aber bei der Bachelorarbeit sind diese Punkte, diese Tätigkeiten und Tugenden des elaborierten Schreibens nicht so massiv wirksam, dass Sie das alles so beherrschen müssten. Wenn wir uns das mal ganz kurz noch hier anschauen, da wird geschrieben von der Zerlegen, dem Ordnen, Aufmerksamkeit staffeln, Komponieren, Akzeptanz von Unsicherheit und Ausdauer. Das sind alles so Punkte, die machen Sinn, selbstverständlich machen die Sinn und die sind auch wichtig, aber wir kommen gleich noch zu einem Konzept, wie Sie jetzt konkret dann Ihre Bachelorarbeit umsetzen können, von der Gliederung in den Fließtext.
Das Zerlegen ist, dass Sie Probleme in Unterprobleme zerlegen müssen, Prozesse in Phasen und den Text in Teiltexte. Das stimmt, aber denken Sie wieder dran, was ich gesagt habe, in der Informatik machen wir das schon auf unserer technischen Ebene zum großen Teil. Das ist auch, wenn wir die Gliederung erstellen, ist das ein Abbild dessen unserer ganzen Tätigkeit, die wir schon technisch vorgenommen haben, mit den Bildern, mit dem Programmcode, mit all dem, was da rausgekommen ist. Das bilden wir schon ab. Da habe ich ja eine Episode, eine andere YouTube-Episode zu, schon produziert, zu der Gliederung erstellen. Das bilden wir ab in die Gliederung. Da ist also schon vieles passiert, dass dieses Probleme in Unterprobleme zu zerlegen, dass wir Prozesse in Phasen gestaltet haben, alles schon fertig. Im Grunde geht es dann nur noch um, nur noch in Anführungszeichen, den Text dazu zu fügen. Auch das Ordnen von Wissen ist auf dieser konstruktiven technischen Seite schon zu großem Teil passiert und abstrahierende Kategorien entstehen, gerade in der Informatik, im Umgang mit Entwürfen und den Bezeichnungen von ihren Sprachkonstrukten, mit denen sie etwas fassen und ausdrücken. Aufmerksamkeit staffeln, da die Wissensmenge kognitiv überfordert, muss man sich Teilbereichen zuwenden. Das machen sie auch schon wieder auf der technischen Ebene zum großen Teil. Das Komponieren, ihre technologische, technische Arbeit, die setzen sie auch aus Teilsachen zusammen. Sie sehen also das, worum es hier geht. In sehr schreiborientierten Wissenschaften muss man die Wissenschaft auf der textuellen Ebene viel mehr stattfinden lassen, als sie das in technikwissenschaftlichen Disziplinen haben. Da haben sie die eigene Disziplin selber, in der so viel passiert. Auch diese Akzeptanz von Ungewissheit, die haben sie in unserer Domäne. Wenn sie also zum Beispiel Code schreiben, da entwickeln, da müssen Sie für Ihre Arbeit diese Unsicherheit durchaus aushalten. Sie müssen damit klarkommen, dass Sie nicht garantieren können, dass Sie das Problem, das Programm so fertig hinbekommen, wie Sie sich das so vorstellen. Dass Sie Ausdauer an den Tag legen müssen, um die Wissenselemente zu drehen und zu wenden, übertragen im Sinn eben auf unserer Technikebene. Das tun Sie. Also, Sie sehen schon, hier gibt es schon eine Verschiebung, wo ich auch den Eindruck habe, die Schreibforschung hat sich solchen Disziplinen, wie wir sie sind, den Technikwissenschaften noch nicht so ganz zugewendet. Man muss auch zur Ehrenrettung von Swantje Lahm sagen, dass sie hier nicht unbedingt die technikwissenschaftlichen Studiengänge mit ihrem Buch adressiert hat. So kommt sie nämlich auch zu dieser Schlussfolgerung, wenn man elaboriertes Schreiben lehren möchte, um es mal eben abzukürzen, dann sagt sie, nee, das kann man so nicht einfach lehren. Man muss aber als Lehrender systematisch hier zum Beispiel Schreibanlässe schaffen und so weiter, Schreibaufgaben variieren und staffeln. Ja, aber wie gesagt, in unserem Studium der Informatik ist das Schreiben nicht unser Kernbestandteil. Das besonders noch mehr an der Fachhochschule als vielleicht an der Universität, aber selbst da für beide diese Studiengänge und auch für ingenieurswissenschaftliche Studiengänge ist das nicht der konkrete Fokus, den Sie in diesem Studium haben. Wie also jetzt vorgehen? Ich glaube, mit der Gliederung haben Sie schon vieles gelöst und Sie haben auf dieser technikorientierten Ebene auch schon viel gelöst. Und wir brauchen jetzt einen Schreibansatz, der zu Ihrem Studium passt. Da habe ich Ihnen mal drei Quellen, auf die ich mich hier beziehe, rausgesucht. Es gibt einen Professor, einen Finnen, der heißt Jari Saramäki. Der hat ein schönes Buch geschrieben, How to Write a Scientific Paper. Er ist selber Informatiker und insofern passt das schön zu unserer Disziplin. Was er noch nicht gemacht hat, ist ein Buch zu schreiben, aber er hat schon einen Foliensatz auf seinem Blog, den können Sie leicht finden, How to Write an Excellent Master's Thesis, da könnte auch Bachelor's Thesis stehen, was sehr angelehnt ist, wenn Sie sich das anschauen zu seinem Buch des wissenschaftlichen Schreibens in der Informatik. Und ganz kurz angerissen, er hat einen sehr starken Ansatz, top-down zu schreiben, also von der Gliederung in die Paragraphenebene zu nehmen, also Abschnitte oder erstmal in diese Ebene reinzugehen, was will ich da machen
in diesem Kapitel. Und dann konzeptioniert er immer feiner runter, bis wir dann den Satz am Schluss schreiben. Und das ist übrigens auch gleich ein Ansatz, den ich Ihnen vorstellen werde. In dem Zusammenhang habe ich mir auch mal, als ich mich so beschäftigt habe mit diesem Thema, wie schreibt man, einen Text durchgelesen von einem Ghostwriter, der also wissenschaftliche Arbeiten gegen Bezahlung erledigt. Nicht, dass ich Ihnen das empfehlen möchte, aber es ist interessant, wie solche Menschen an die wissenschaftliche Arbeit herangehen. Von einem Pseudonym natürlich hier, Till Hood. Das ist garantiert natürlich, selbstverständlich nicht sein wahrer Name oder sogar Ihr wahrer Name. Und wenn Sie das sich mal durchlesen, ich würde Ihnen als Informatiker, Informatikerin das weniger empfehlen, weil das nicht zu Ihrer Arbeitsweise so passt. Aber wenn Sie da mal schauen wollen, wie systematisch hier ein Ghostwriter daran geht und auch in Schreibstrategien arbeitet, zügig von einem Entwurf zu kommen und das zu verfeinern, da haben Sie auch wieder so eine Idee, das ist ja auch jemand, der hat jetzt eine große Schreibpraxis und Erfahrung, weil die Menschen machen das ja nicht nur einmal, wie Sie jetzt erstmal mit Ihrer Bachelorarbeit. Aber auch da gibt es einen systematischen Top-Down-Ansatz. Und dann gibt es noch einen anderen, einen Kollegen, Tobias Schmohl. Von dem gibt es auch eine YouTube-Episode. Ich habe ein Gespräch mit ihm geführt und da reden wir auch kurz über die multimodale Wissensorganisation, wie er das nennt. Ich habe hier mal den Link auf seinem Blog dazu getan. Er hat auch einen Ansatz, der gilt jetzt für die Betreuung von Doktorarbeiten, wo er auch sagt, schreib nicht gleich. Denk doch multimodal mit verschiedenen Mitteln über deinen Schreibgegenstand nach, dein Forschungsthema nach. Das können Bilder sein, Grafiken, das können mal Mindmaps sein, das können Concepts-Maps sein, das können Fotos sein, das können also zum Beispiel Aufzeichnungen, die sich diktiert haben, Gedanken, die sie haben, Notizen. All das zusammen sind verschiedene Möglichkeiten, über ein Thema nachzudenken, es zu organisieren, bevor Sie schreiben. Das finde ich gar nicht so abwegig, weil wir eben in den Technikwissenschaften über unsere technische Disziplin nachdenken, über das Handeln, das Agieren in der technischen Disziplin und da schon vieles vorbereiten, was das Schreiben dann weniger dramatisch macht. Und so komme ich zu dem folgenden Ansatz, den ich empfehlen möchte, wie Sie von Ihrer Gliederung dann zu Ihrem fertigen Text kommen. Das sind jetzt die folgenden Schritte. Wenn Sie die Gliederung fertig haben, dann werfen Sie alles, was Sie haben, an Gedanken, an Skizzen in diese Gliederung rein. Damit haben Sie Ihre Inhalte schon zugeordnet. Sofern Sie im Produktionsprozess oder im Arbeitsprozess der technischen Auseinandersetzung mit Ihrem Erkenntnis und Ihrem Entwicklungsgegenstand da schon irgendwelche Artefakte haben, wo Sie sagen, das muss da und dahin. Im nächsten Schritt, wenn Sie das alles so zugeordnet haben, das Material, was Sie schon haben, schreiben Sie einen ersten Draft, also einen ersten Entwurf Ihrer Arbeit, weil Schreiben, das ist trotz alledem, was ich gesagt habe, Schreiben lässt Ihnen Zusammenhänge entstehen zwischen den Textbausteinen und auch Sinn lässt es entstehen. Weil erst, es ist irgendwas Besonderes an diesem Schreibprozess, dass Sie Gedanken formulieren müssen, sie festhalten müssen, wo sich ein Gefüge erst ergibt. Das ist nicht dasselbe wie, was ich jetzt gerade live tue. Also während ich das einspreche, mache ich auch keine Schnitte, kein gar nichts. Während ich also spreche, ist das ein anderes Entwickeln. Sie sehen ja auch, ich habe hier die Folien als Entwurfsvorlage für mein Gespräch mit Ihnen genommen. Aber das ist noch etwas anderes, dieses Live-Denken und Entwickeln. Aber ich habe ja auch schon vor, diese Gedanken mir versucht zu sortieren. Aber erst wenn ich schreibe, kann ich nochmal reflektieren darüber, passt das Ganze. Aber erst ein Draft machen, schnell runterschreiben, zügig, nennen wir das mal vielleicht so. Da müssen Sie auch noch nicht den richtigen Sprachstil treffen, sondern es geht erstmal darum, nachdem Sie Ihre Sortierung haben, was kommt wo ungefähr hin, dass Sie erstmal Text entstehen lassen, dass das Ganze Form annimmt, damit Sie merken, was passt und was passt nicht. Vielleicht muss auch Ihre Gliederung dann überarbeitet werden.
Und dann gehen Sie in die Überarbeitung dieses Entwurfs, dieses Drafts. Und jetzt geht es darum, dass Sie versuchen, die Sprache gut hinzukriegen, dass Sie anständig formulieren, dass Sie die Rechtschreibung beachten, dass Sie Formulierung haben, Stil und dass Sie die Quellen alle einarbeiten, weil in diesem ersten Draft, diesem Entwurf, haben Sie vielleicht aus Ihren Recherchen, es gab ja auch eine eigene Episode schon, habe ich ein YouTube-Video dazu gemacht, wie Sie überhaupt dazu kommen, Ihr Thema festzuzurren. Da haben Sie auch schon Recherchen gemacht. Das haben Sie vielleicht schon im allerersten Schritt eingeworfen in Ihr Dokument, hier diese Zuordnung. Aber Sie haben vielleicht gar keine Zeit gehabt, während des Draftes das sinnvoll gut einzuarbeiten in Ihren Fließtext, in Ihre schriftliche Ausarbeitung. Das holen Sie jetzt alles nach. Und das dient dazu, dass Sie jetzt sich einfinden in diese wissenschaftsorientierte Schreib- und Darstellungsform. Da Sie ja Anfänger sind oder Anfängerin, wissen Sie ja nicht wirklich, ob Sie das jetzt gut getroffen haben. Darum kommt mein großer Tipp an dieser Stelle. Geben Sie ein Probekapitel, egal welches, suchen Sie sich irgendeines aus. Suchen Sie vielleicht das aus, wo Sie alles drin haben, wo Sie Abbildungen haben, wo Sie ein paar Literaturreferenzen drin haben, wo es vielleicht auch einigermaßen kompliziert ist. Geben Sie dieses Probekapitel oder einen Teil dieses Kapitels Ihrer Betreuung, Ihrem Betreuer, Ihrer Betreuerin und bitten Sie um Feedback. Und zwar so vollständig wie irgend möglich, dass Sie zu allem was bekommen. Wie ist das mit der Sprache? Wie ist das mit dem Schriftbild? Also wie sieht auch das Ganze aus? Wie haben Sie es mit der Zeichensetzung? Aber noch viel interessanter ist natürlich, wie geht es um den Stil? Zum Beispiel ist es in unserer Disziplin relativ verpönt, den Ich-Stil zu nehmen. Auf der anderen Seite sollen Sie aber auch nicht im Passiv formulieren. Man muss also lernen, so einen sachorientierten Faktenstil hinzubekommen, der im Präsens formuliert ist und dann aktiv alles formuliert. Welches Feedback kriegen Sie zu dem Stil? Haben Sie irgendwelche Formalfehler gemacht? Zitieren Sie richtig? In der Informatik kommt das direkte Zitat relativ selten vor, wenn überhaupt. Meistens ist es das indirekte mit einer Quellenangabe dazu. Haben Sie das handwerklich alles sauber gemacht? Zu diesem Probekapitel also unbedingt bitte auch den betreffenden Teil vom Literaturverzeichnis mit abliefern. Ich mache das zum Beispiel in meiner Betreuung so, dass ich mir jetzt 1,5 bis 2 Stunden gebe für so ein Probekapitel und dann streiche ich alles an, was mir auffällt und mach so weit, wie ich eben diesen 1,5 bis 2 Stunden komme. Dann kann es eben sein, dass ich möglicherweise nur 3, 4 Seiten sehr gründlich bearbeitet habe, nochmal ganz kurz über den Rest geschaut und darauf dann eine Rückmeldung bekomme. Und dieses Feedback nehmen Sie dann, um in die nächste Runde zu gehen. Jetzt überarbeiten Sie nicht nur das Probekapitel, sondern auch die anderen Kapitel gemäß dieses Feedbacks, was Sie von Ihrem Betreuer, Ihrer Betreuerin bekommen haben, spannen jetzt noch, das müssen Sie auch vorbereiten, Korrekturleser und Korrekturleserin. Das ist jetzt die Stufe der Fertigstellung und der Qualitätssicherung. Und dann können Sie ganz beruhigt das Ganze abgeben, also drucken lassen, abgeben und dann sind Sie fertig mit dem Ganzen. Jetzt scheint das relativ aufwendig zu sein. Der erste Schritt ist es ist erstmal ziemlich billig, dass Sie Material, was Sie sowieso schon haben, zuordnen zu diesem Text. Und jetzt sind diese Stufe ein Draft, ein Probekapitel, darauf Feedback und dann alles, dieses Probekapitel und den Rest nochmal zu überarbeiten. Das sind so 3 Stufen, aber das ist hochgradig effizient. Und Sie brauchen so einen Prozess, weil Sie, das habe ich Ihnen ja vorhin versucht zu erklären, vom Spontanschreiben, was Ihnen vielleicht sehr hilft, diesen ersten Draft zu verfassen, zu diesem elaborierten Schreiben, sortiertes Darstellen von Gedanken, von technischen Zusammenhängen. Diesen Übergang müssen Sie finden und Sie brauchen Rückmeldung dazu, weil Sie in diesem Studium so wenig Textarbeit gemacht haben und so wenig Rückmeldung zu Texten faktisch ja eigentlich gar nicht bekommen haben. Das ist ein Prozess, der Sie sehr schnell und zuverlässig zu einem Ziel kommen lässt und auch hier der Dialog mit Ihrer Betreuung hilft dabei, dass Sie das richtige Feedback bekommen, sodass Sie nicht nachher, wenn Sie die Arbeit abgegeben haben,
dann die Aussage kriegen, ja, warum haben Sie denn das gemacht? Das ist ja eine Katastrophe, diese Formalfehler und warum haben Sie mir nicht vorher gezeigt? Diesen Vorwurf, den sollten Sie sich gar nicht erst einhandeln, dass das nicht passiert. Und wenn Sie all das, diese Art des Schreibens umgesetzt haben, die also direkt aus Ihrer Disziplin, ne? Also das ist nochmal mir ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben ja die eigentliche gedankliche Arbeit schon geleistet. Sie müssen jetzt wieder in Anführungszeichen nur die Übertragung in die Schrift bekommen. Und da kriegen Sie mit diesem Prozess, den ich Ihnen hier vorgeschlagen habe, relativ schnell ein Bein auf den Boden. Das ist etwas, was Sie in 3, na, vielleicht auch 4 Wochen sehr gut bewältigen können. Da müssen Sie sich jetzt mit dem Schreiben sehr intensiv befassen. Das ist also in der letzten Phase Ihrer Bachelor-Thesis, die letzten 3 Wochen. Das kann intensiv werden. Da müssen Sie sich viel frei an Freizeiten einräumen. Also nicht belegen durch irgendwo noch Jobben oder sowas, sonst wird das ziemlich schwierig und stressig. Aber das können Sie sehr kontrolliert durchgehen, wenn Sie auch mit Ihrer Betreuung schon einen Termin fertig gemacht haben für ein Probekapitel und sowas. Und wenn das alles geschafft ist und Ihre Arbeit abgegeben ist, ich mache auch nochmal eine Episode dazu, wie das ist mit Ihrer Abschlusspräsentation. Aber dann dürfen Sie sich glücklich schätzen. Dann kommt Ihr Beitrag, der liefert jetzt etwas zu dem Gesamtwissen der Menschheit. Ich weiß, ein bisschen pathetisch mit einer Bachelorarbeit, aber seien Sie sich bewusst, es ist ein kleiner Beitrag, den Sie leisten, ein kleines Bausteinchen. Vielleicht ist es auch nur winzig. Und vielleicht ist es eben auch nicht so, dass es hier in so einer schönen Bibliothek, ich glaube, das ist die in Wien an der Uni, dass das in so einer Bibliothek irgendwann mal aufbewahrt wird. Das ist vielleicht gar nicht so entscheidend, aber Sie haben etwas Wichtiges gelernt, wie man wissenschaftlich arbeitet, ein klitzekleines Quäntchen dazu beigetragen. Und das ist an sich, für sich genommen, schon eine schöne Sache. Machen Sie es gut und viel Erfolg bei Ihrer Bachelorarbeit und dem Schreiben Ihres Textes.